Die Sensation blieb am Ende aus. Der VfL Gummersbach verlor in der erneut ausverkauften Schwalbe-Arena am Samstagabend gegen den SC Magdeburg mit 38:30. Nach dem Spiel standen Tibor Iwanisevic, Ole Pregler und Miroš Lurov, Oberg aktuell, im Interview Rede und Antwort zur Niederlage. Moin Dominik, was suchst du denn da? Ach, ist jedes Mal das Gleiche. Ich suche schon wieder meinen TAN-Generator. Wofür brauchst du einen TAN-Generator? Na, um eine Überweisung zu machen. Nutzt du nicht die Push-TAN-App? Ist doch viel einfacher. Auschecken unter www.sparkasse-gm.de/pushtan. Ja, am Ende eine 30-38 Niederlage. Ein bisschen zu hoch ausgefallen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen einfach in der Schlussphase zu viele technische Fehler und ja, kriegen dann einfach viele einfache Tore, die uns dann am Ende ja, die hohe Niederlage bescheren. Was sind aus deiner Sicht so die Hauptgründe heute für die Niederlage? Ja, wie schon gesagt, also an Wurfquote oder so, glaube ich, hat es nicht gelegen. Ich glaube, wir werfen einfach zu viele Bälle im laufenden Spiel weg und das hat uns am Ende gekillt. Ich fand, an sich war das gar keine schlechte Leistung, aber ja, das war einfach zu viel in der zweiten Halbzeit. Wie anstrengend ist das gegen dieses wirklich massive Schnittstellenspiel von Magdeburg in der Abwehr? Das ist natürlich tierisch aufreibend. Jedes Mal 1 gegen 1, du kriegst immer ein 1 gegen 1, da kommt das nächste 1 gegen 1 und ja, das ist 16 Minuten lang. Das ist schon ziemlich aufreibend. Jetzt der nächste Gegner BHC, bei dem läuft es ja im Moment nicht ganz so gut. Was darf man da erwarten? Ja, ich glaube, das ist egal, wie es bei denen läuft. Ich glaube, im Derby, das kennt jeder, da, das läuft dann immer anders alles. Und ich glaube, da gibt es einfach, wer am Ende mehr Bock hat zu gewinnen, wer am Ende mehr gewinnen will, der holt das Ding auch. Danke dir. Kein Problem, gerne. Ja, woran hat es heute gelegen? Zu viele Gegentore vor allem? Ja, Champions League-Sieger. Deutsche Meister, ich weiß nicht, das ist eine von besten Mannschaften in der Welt. Ich habe gezeigt, dass heute und ja, wenn wir am Ende gucken, das sind viele Tore, wir wissen das, aber ja, es kommt so ein Tag, aber wir müssen von wenn wir spielen gegen so eine Mannschaft, wir müssen von diesem Spiel lernen und dann in den nächsten Spielen, das sind wichtige, dieser ist auch wichtig, aber in den nächsten Spielen das besser machen und lernen und Punkte sammeln. Du warst ja heute auch sehr häufig im Strafhof gefordert. Wie schwierig war das gegen Oma Inge? Ja, das ist schwer. Ich spiele die ganze Zeit 1 gegen 1. Wenn du verlierst, dann kommt Strafe. Und ich glaube, wir haben da auch ein bisschen unseren Fokus verliert, weil wir waren ein bisschen frustriert mit diesen Sachen. Aber ja, wie ich sage, wir müssen lernen von dieser Sache. Das passiert nichts wieder. Wird es irgendwann eine Entscheidung geben, wo du nächste Saison spielen wirst? Das kann ich noch nicht sagen. Okay, danke dir. 30-38 gegen Magdeburg, gute Leistung, aber am Ende ein bisschen hoch ausgefallen, oder? Definitiv. Ich finde, es darf uns eigentlich nicht passieren, weil wir zu gut spielen dafür. Irgendwann fehlt uns, glaube ich, die Kraft. Magdeburg hat das wirklich überragend gemacht heute im Angriff. Immer auch, obwohl sie lange Angriffe spielen, irgendwann den Zweikampf gewinnen. Ich glaube, sie hatten 11-7 Meter. Und dann irgendwann wird es schwierig, wenn du das nicht schaffst, vorher zu stoppen. Aber ich glaube, wir können vieles aus dem Spiel trotzdem positiv mitnehmen. Und zwar was? Ich meine, wir schießen gegen Magdeburg auch 30 Tore. Das darf man nicht unterschätzen. Wie gesagt, sie hatten 11-7 Meter. Das heißt, grundlegend kann die Abwehr nicht schlecht gewesen sein, weil sie auch eben lange Angriffe gespielt haben, was für Magdeburg auch nicht typisch ist. Wie schwierig ist das, gerade bei diesen langen Angriffen, wenn man dann andauernd diese 7 Meter kriegt? Ich meine, die Halle hat es ja auch nicht so ganz wohlwollend aufgenommen in der ersten Hälfte. Ja, es ist schwierig, wenn man es nicht schafft, sich zu belohnen, wenn man 30, 40 Sekunden gegen Magdeburg gut verteidigt. Irgendwann schläft man dann kurz, vielleicht gab es auch 1, 2, 7 Meter, die ein bisschen zu viel gegeben wurden. Aber dadurch wurde das Spiel jetzt nicht entschieden. Es sind dann einfach, wie gesagt, ich glaube, am Ende fehlen ein paar Körner, um dann auch in diesen letzten Momenten noch zuzumachen. Auf dir lastet ja jetzt auch nochmal ein zusätzlicher Druck durch die Verletzung von Dominik Mappes. Wie gehst du damit um? Ich kenne es vom letzten Jahr, da hatte ich es auch schon einmal. Ich gehe damit eigentlich ganz positiv um. Natürlich spüre ich den Druck auch, den ich habe, aber es beflügelt einen auch. Klar muss ich jetzt auch erstmal wieder 1, 2 Spiele vielleicht reinkommen, dass ich weiß, wie viel Verantwortung ich jetzt habe. Ich glaube, heute war es schon mal ganz in Ordnung, aber jetzt die nächsten Spiele werden sehr wichtig für uns. Danke dir. Ich begrüße hier auf dem Podium die beiden Cheftrainer der Mannschaften. Zu ihrer Linken Bennett Wiegert, der Trainer des SCM, und zu ihrer Rechten Gudjon Valur Sigurdsson, der Trainer des VfL Gummersbach. Das erste Wort zum Spiel hat der Gästetrainer Benno, bitte. Ja, guten Abend.
Was soll ich sagen? Wie erwartet, das hart umkämpfte Spiel. Fantastische Atmosphäre, hat super viel Spaß gemacht, hier heute spielen zu dürfen, vor ausverkauftem Haus in der Schwalbe Arena. Bis zum Schluss alles gegeben haben. Wir mussten auch bis zum Schluss alles geben. Ich glaube sogar, dass dann vielleicht das 38-30 das Spiel nicht wirklich widerspiegelt, da es schon enger war als 8 Tore. Wir zum Schluss vielleicht ein paar mehr Wechselmöglichkeiten haben, ein bisschen mehr Kräfte haben, um dann auch noch so deutlich zu gewinnen. Aber wer das Spiel bis zur 50. Minute beobachtet hat, war das ein enges Ringen, ein enger Fight um jeden Ball, um jeden Zentimeter. Keiner hat dem anderen was geschenkt. Unglaublich viele 7 Meter. Ja, aber dass wir jetzt happy sind, gewonnen zu haben nach dem Programm, das wir hinter uns haben, ist schon tough. Ja. Das haben die Jungs wirklich gut gemacht, haben sich auch ein großes Kompliment verdient. Nicht mal 48 Stunden später nach einem Champions League-Spiel zu Hause gegen Barcelona hier so ready zu sein. Und das braucht es auch. Wir mussten halt einfach da sein ab der ersten Minute. Und das Gefühl hatte ich schon, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass wir vielleicht in die Halbzeitpause mit 1-2 Toren mehr gehen können. Aber das ist halt auch die Qualität, die Gogi Gummersbach einfach eingepaukt hat, kann man das so sagen. Lohnt es hat nie aufzugeben, nie nachzustecken, und das macht diese junge Mannschaft einfach fantastisch. Ja, weiterhin alles Gute und dann sehen wir uns in der nächsten Saison. Ich freue mich. Herzlichen Dank, Bennett Wiegert. Und jetzt der Kommentar zum Spiel vom Trainer des VfL Gummersbach von München. Hallo, Sigurdsson. Ja, guten Abend, Benno, danke fürs Spiel und herzlichen Glückwunsch zu 2 verdienten Punkten, muss man sagen. Es gibt ja auch Tage, wo man versucht natürlich immer in den Spiegel zu schauen, was hätten wir besser machen können und sollen. Das gibt einiges natürlich, aber es gibt auch Tage, wo man den Gegner anschauen muss und sagen, für mich Top 3 Mannschaften der Welt mit West Bremen und Barcelona zusammen, unfassbare Qualität. Auch wie Benno gesagt hat, 2 Tage nachdem die gegen Barcelona gespielt haben, kommen die hier und sie sind 38 Tore. Die sind kaum aufzuhalten in Angriff, und für mich geht das eher Richtung, nicht zu sagen, dass wir das und das falsch gemacht haben, sondern was Magdeburg richtig gemacht hat und wir davon lernen können. Da habe ich die Jungs gerade gesagt, wenn wir da ehrlich sind und das anschauen und analysieren werden, dann geht es am Montag einfach für uns weiter. Was können wir aus diesem Spiel lernen? Was können wir verbessern? Von dieser fantastischen Mannschaft lernen. Nochmal, die haben verdient gewonnen. Klar hätte ich mich gewünscht, wenn wir den 7 Meter am Ende der ersten Halbzeit reingemacht hätten und dann die erste Angriff zweite Halbzeit genutzt hätten, wären wir auf ein Tor dran. Aber ich glaube, das hätte im Großen und Ganzen nicht viel geändert. Aber nochmal, bin nicht unzufrieden mit den Jungs. Wir haben etwas zu viele Tore vielleicht kassiert. Wir haben einige gute Sachen in Angriff gehabt. Wir haben zweite Halbzeit etwas zu viele technische Fehler gemacht. Liegt nicht nur an uns, liegt auch an sehr viel an Qualität des Gegners. Und deswegen nochmal genug Glückwunsch zu den 2 Punkten und an die Leistung deiner Mannschaft und was ihr da macht. Und ja, für uns geht es einfach weiter, jetzt am Montag uns vorzubereiten für das schwere Auswärtsspiel gegen BRC. Dankeschön. Vielen Dank, Gutjörg Wallo Sigurdsson. Jetzt die Fragen der Medienvertreter, bitte. Wie zu der 7-Meter-Flug in der ersten Halbzeit. Frage zur 7-Meter-Flut in der ersten Halbzeit an Gogi Sigurdsson. Wenn man ganz ehrlich ist, dann glaube ich, war es vielleicht einer, maximal 2, die man hätte nicht geben müssen. Aber ich habe es noch nicht angeschaut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Series genauso wie die Spieler die beste Leistung geben wollten. Und die waren überzeugt, die haben mir das auch erklärt und das haben wir zu akzeptieren. Und ich gehe davon aus, dass wir da vielleicht einer nicht richtig war, aber der Rest war, glaube ich, richtig. Das nochmal, wir haben uns nicht nur nach hinten drücken lassen, die Magdeburger machen das einfach gut und das ist schwer. Es ist vielleicht ein schmaler Grad manchmal zwischen einem Freiwurf von 7 Meter, aber die waren verdammt nah dran an den 6 Meter Raum. So, ich werde nicht jetzt irgendetwas Negatives über die Schiedsrichter sagen, nachdem wir mit 8 Toren verloren haben, daran lag es auf gar keinen Fall. Nächste Frage, bitte.
Keine weiteren Fragen? Okay, dann bedanken wir uns bei Ihnen sehr herzlich für Ihr Erscheinen, wünschen unseren Gästen eine gute Rückreise nach Magdeburg, alles Gute euch, Benno, und wir sehen uns wieder beim nächsten Heimspiel hier in der Heimat des Handballs am Sonntag, den 24. März um 16:30 Uhr im DVB Stuttgart. Bis dahin, alles Gute.